Okay, ihr habt das mit Abstand schwerste Matchup. Ein Hunter. Behalten nur die Early Game Cards. Urshak ist sehr gut gegen Hunter. Okay. Ich habe so viele verschiedene Optionen. Wenn ich den Totem Golem spiele, kann ich, egal was er nächsten Zug spielt, zerstören. Die Sache ist, dass er nicht den Wilden Sepalmatic töten kann, im Normalfall. Aber er könnte zum Beispiel eine Mad Scientist spielen, was dann sehr nervig wäre. Aber ich würde sehr viel Schaden mit dem machen. Ich würde 12 Schaden mit dem anrichten, was zu viel ist. Wenn er jetzt keinen Quickshot hat, wenn er jetzt 9 Minions spielt. Nein, ich würde nicht 12 Schaden anrichten, aber 6 Schaden. Das könnte jetzt zum Beispiel auch. Ja, spielt ja keine Rolle. Ist irgendwie blöd. Aber wir können trotzdem die Waffe spielen im nächsten Zug. Wir haben immer so viele Optionen. Schadenface ist sehr, sehr hilfreich. Schade. Jetzt können wir den aber buffen. Das starke Biest zerstören. Wir wollen den hier nicht erschocken. Aber wie gesagt, das ist eins dieser Matchups, die man wirklich normalerweise nicht gewinnen kann. Es kann sein, dass er jetzt einen Houndmaster spielt. Zum Glück haben wir halt die Urshock. Das hilft uns sehr viel. Wir könnten halt hier Value traden, aber dann tötet er uns mit dem. Ich glaube, Face ist der Place. Vor allem, weil wir wissen, dass er Hymen hat. Es ist wahrscheinlich, dass er so tradet. Das wäre ziemlich dumm. Jetzt brauchen wir irgendeinen Mech. Oh, das ist genauso gut. Sache ist, da wir so viel Leben haben, setzen wir ihn so unter Druck. Dass er hier traden auch muss. Okay, das ist ziemlich gut für ihn. Aber man muss halt trotzdem, wenn er mit der Hymen wieder tradet, dann kann er uns immer noch nicht töten im nächsten Zug. Wir müssen die Urshock behalten für. Das ist fast unmöglich. Na, ist eigentlich unmöglich, dass er uns tötet. 9, 11. Er muss 14 Schaden anrichten mit 8 Mana.
Zweimal Kill Command plus Hero Power ist normalerweise das höchste, was 12 Schaden sind. Du bräuchte sowas wie Double Quickshot. Und dann muss er 6 Schaden 4 Mal anrichten. Und das scheint mir unmöglich zu sein. Außer mit 2x Arkanschuss. Was könnte er denn noch machen? Und Hero Power. Nice, das war das schwerste Matchup. Sehr gut, dass man, ja, dass ich das gewonnen habe. Zeigt, wie stark das Deck wieder ist.